Willkommen zu einem neuen Video mit der Sülze. Wir haben uns nach der Dead by Daylight Session entschieden, ein anderes Game zu spielen. Und zwar Gartic Phone. In diesem Spiel geht es darum, dass anfangs jeder von uns sich einen Satz ausdenkt. Anschließend bekomme ich einen Satz von den anderen Vieren und muss diesen Satz zeichnen. Mein Bild landet dann wiederum bei einem der anderen Vieren und das Gemalte muss wiederum in einem Satz beschrieben werden. Eigentlich ist es wie stille Post und am Ende kommen sehr viele lustige und verwirrende Dinge bei raus. Übrigens habe ich bald die Millionen geknackt und würde mich deswegen über ein Abo sehr freuen. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. So Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Gartic Phone, denn mit Dead by Daylight war es das jetzt erstmal. Deswegen als allererstes schreibt weitere Spielempfehlungen in die Kommentare und sagt Hallo zu Sülze! Sülze! Yeah! Aber es war jetzt gar nicht 90er. Hallo! Was ist denn für dich 90er? Ne, ich dachte, du meinst so 2010er, so Hey Leute, heute dabei, sterben. Ach stimmt, heute dann dabei. Unangenehme Pause. Ja, und dann so übel versetzt im Teamspeak. Yo Leute, ich bin sterzig. So, das wäre das. Ja, genau das machen wir jetzt. Heute dabei, sterzig. Yo Leute, ich bin sterzig. Schaut bei mir vorbei. Und jetzt geht's weiter. Kalle. Hallo, ich bin der Kalle, ich bin auch dabei. Stimmt. So, hallo. Der... Yo, Leute, was geht ab? Henno am Start, freut mich, dass ich dabei sein darf. Papo! Hallo, ich bin auch dabei. Regeln habt ihr vorhin erklärt bekommen und jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Okay, mal überlegen. Welchen Satz schreibe ich? Ihr dürft übrigens auch coole Sätze in die Kommentare schreiben, wie sollte es auch anders sein? Ich hab den perfekten Satz. Also meine Community wird sich auf jeden Fall freuen. Telefon klingelt. Ich liebe dieses Geräusch. Oh nein, nein, ich nehme doch genug. Ach Mann, nein. Mein ist blöd geworden, Mann. Alter, was? Oh mein Gott, okay. Alter, wie derb das immer ist. Und dann realisiere ich, wie derb meins eigentlich war. Okay, wie soll ich das malen? Ich brauche jetzt Konzentration. Bitte spannende Musik. Oder ist das dann in der Post? Also. Mach das, hau raus. Das ist so ekelhaft. Alter, wer hat sich das denn ausgedacht? Wie soll ich das denn so schnell hinbekommen? Oh mein Gott. Da fällt mir auch auf, dass man gar nicht weiß, wie man gewisse Dinge malen muss. Okay, ja, ich glaube, ich hab's schon mal. Das ist schon mal gut. Es nervt euch nicht, wenn ich rede, oder? Nee, bitte. Okay. Bitte seid leise. Wir brauchen jetzt noch ein ganz wichtiges Merkmal hier. Ich glaube, das sollte passen. So. Scheiße. Oh Mann, ich verkack das. Also ich muss jetzt hier ein Extra malen, damit man erkennt, wer das sein soll. Aber es ist eigentlich nicht Teil davon. Nein. Es wird halt irgendwann einfach immer ein bisschen komisch. Ich hoffe, man erkennt's. Bin ich ehrlich. Ich weiß halt nicht, wie ich das malen soll. Nein, mir läuft die Zeit davon durch. Nein! Scheiße, nein! Oh mein Gott, das wird nein. So cool. Oh Gott, scheiße, ja, scheiße, ich glaube, das ist gut. Oh mein Gott! Sorry, ich hab ihn nicht gekriegt. Danke, ich hab ihn nicht gekriegt. Das ist wirklich sehr schlimm. Oh mein was Gott, okay. Oh Gott. Oh mein Gott! Okay. Okay. Ich bin verwirrt. Okay, ich habe auf jeden Fall eine Frage später zu diesem Bild. Was soll das sein? Was? Okay, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Alter, das wird schon wieder so eine Runde. Ich bin so verwirrt. Oh mein Gott. Was? Alter, ich bin so lost in space. Ich auch. Oh mein Gott. Oh, Gnubidu. Ich höre so gern wie du. Schwabidubibop. Ich fange immer so klein an. Ich fange immer so gut an und es wird dann richtig schlimm. Machen das noch ein bisschen eindeutiger, damit es klar ist, was hier gerade passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn, egal wer von uns, man hat bei jedem irgendwie so bestimmte charakterliche Züge immer im Kopf oder eine Farbe. Klar.
Ja, okay, ja. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Heißt es da oben, 4 von 5 haben schon bereit gedrückt? Nee, das ist die 4. von 5. Runde. Mhm. Einer hat bereit gedrückt. Ist übrigens kostenloses Game, ne? Nur mal so, Leute. Müsst ihr euch nicht runterladen. Und da klingelt's schon. Es tut mir leid. Es ist einfach nicht gut. Es ist einfach schlecht. Wirklich, es tut mir leid. Let also it in go. Der 2. von 5 ist wirklich was Schlimmes passiert. Auch. Ja, weiß ich nicht. Mit der Eskalierung kommt man noch nicht so Oh mein an. Gott. Ach du heilige Makrele. Was ist das denn? Ich hab fast einen Schreibfehler. Ich hoffe, das wird jetzt übernommen. Ich habe verformt anstatt performt geschrieben. Oh mein Gott, Leute, das wird alles sein. Du kannst es immer noch bearbeiten. Alter, ich habe keine Ahnung. Okay, ich hoffe, ich habe das war's schon. Ja, ja. Okay, fangen wir an mit Papus ersten Satz. Kalle hat einen Anfall. Was daraus entstanden ist. Okay. Kalle Kosch in Sky sabbert beim Tanzen. Kosch-Heinzki. Aber das passt trotzdem auch ganz gut. Kalle performt Spandauer Hardback. Ja! Ja, nein. Ja, stimmt. Ist, eigentlich ist es ein Anfall. Ich habe Bier da gehabt, wo ihr das die ganze Zeit ausgespuckt habt. Das passt ja mega gut. Ja. Kalle also, hat einen Anfall. Warum? Was habe ich dir getan? Weil die Haare sind ja auch komplett anders. Ich musste schnell noch was schreiben. Aber also ich finde mega geil, wie sterzig dieses Kalle Kuschinski-Outfit gemalt hat. Ja, das war wirklich ich wusste nicht, wie ich dich malen soll. Ansonsten. Die verkrampften Glieden. Was ist das für ein Beine. Also kurz vor dem Kollaps halt. Boah, mega die lange und die Farbe halt. So richtig braun und einmal bist du ein richtiger Sunnyboy. Oh Mann, ey. Ich fand's gut. Kalle nutzt Papu als Fahrrad. Alter. Enno fährt auf einem Fahrrad mit Christus Kopf. Ja, was? Voll gut. Papu ist ein lebendes Fahrrad und wird gefahren. Ja, oh, richtig gut. Richtig gut. Und wird gefahren. So. Richtig gut. Der Fahrrad ist der S von Kalle. Oh, und die Pedalen. Den S musste ich leider so machen, weil der S eigentlich nicht mehr auf den Fahrradsatz gepasst hat. Deswegen musste ich den mit dem vergrößern. Ich dachte halt erst vorne, dass es Kalles... Das war so. Es ist einfach es tritt eine Pedale, aber I can't unseal. Ja, ich dachte wirklich, es ist irgendwie ein cursed image, ey. Oh mein Gott. Fall ist es auch. Und manche Verbindung-Dings. Die wirft Steine gegen Merkel. Oh mein Gott! Da dachte ich so, okay, erstmal Merkel. Holy shit! Aber da habe ich die ganze Zeit Merkel gemalt. Du beschmeißt gemalt, Merkel mit Punkten. Ja. Geil! Alter, Hauptsache Merkel kam rüber. Oh, voll gut! Richtig gut! Richtig! Warum hab ich Scheiße am Kopf? Merkel mit Kacke. Ja, nein! Ja. Also ja, Stein, aber Kacke ist hier. Aus Stein wurde Kacke. Selber. Wie geil sieht Merkel aus? Oh mein Gott, ey. Die kleine Kacke stellt an ihrem Hintern. Ja, richtig schön. Hast du frisch geschissen auch. Ja, frisch rausgeholt. Aber wisst ihr, das Ding ist, mein Gnu da, bei meinem Bild, entstand innerhalb von 4 Sekunden. Ich habe sofort, also die Finger habe ich sofort erkannt. Das sind meine, ja. Ich habe nämlich nur 3. So. Gnu peitscht die Sülze aus in einem Schicke-Kostüm. Das fand ich so schwer. Jo, aber das ist richtig gut. Richtig gut. Gnu ist Arena-Leiterin von Sülze-Orden. Oh mein Gott! Ja, wie nice! Henning hat einen Popel im Glas. Oh mein Gott! Oh, sorry, wie ich glaube immer. Irgendwer kommt immer auf Henning, Alter. Henning ist immer dabei. Wegen den Haaren! Oh, richtig gut. Wegen den Haaren. Ja, aber die Haare so komplett. Ja, wir haben doch gesagt, sind. Hut. Alter. Liebe ich. Ich stelle mir gerade vor, wie Henning das Video schaut. Und auch schon das letzte und ich einfach nur denke. Kein Kopf vom Instinkt. Sterzig erfriert im Schnee und sein Obst läuft aus. Oh Gott. Das ist tatsächlich. Ziemlich Scheißhut. Sterzig stuhlt frierend in den Schnee. Oh.
Sterzig schmelzt mit seinem 2A den Schnee. Oh mein Gott. Nicht mal bei. Nee, die Kacke ist gefroren und ich schwebe so, weißt du? Vor allem dieser Alter. Hut einfach, wie dich da jeder erkennt. Alter, aber Kalles Bild ist auch wirklich. Oh, mir ist so schwindelig. Von so einem Vierjährigen. Mir ist schwindelig vom Lachen. Ja, vor allem der Schneemann guckt sich die Scheiße so an. Alter, jo. Vor allem grüne Wiese, aber da steht ein Schneemann. Ja, ich wollte wenigstens so, dass es auf der Wiese ist. Vielleicht ist so schmilzt der Schnee schon langsam, weißt du? Oh, mir ist schwindelig vom Lachen, gell? Nee, ich hab wirklich echt ein bisschen Halsschmerzen. Ich hab jetzt auch Halsschmerzen. Ja, und ich muss ganz dringend aufs Klo Pipi machen. Deswegen die nächste Folge, ja, da werden wir uns wieder totlachen. Das war nicht davor, meine Blase entleere. Seht ihr bei Hallo, meine lieben Freunde, bei Papo.